Und damit herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Majora's Mask und natürlich zu einem neuen Let's Play Projekt von mir. Beziehungsweise ich habe mich dafür entschieden, dass ich ja irgendein Zelda machen wollte. Und da habe ich gedacht, welches Zelda könnte passen? Und da bin ich natürlich auf mein allerliebstes Lieblings-Zelda gestoßen, das eben dieses hier ist. Warum es mein Lieblings-Zelda ist, werdet ihr im Laufe des Let's Plays immer wieder erfahren. Und natürlich gibt es weiterhin gute andere Zeldas. Also ich vergöttere auch Ocarina of Time. Ist ein wahnsinnig tolles Zelda. A Link to the Past natürlich. Wer das übrigens sehen möchte, könnte mal bei den Beleuchteten Brüdern vorbeischauen. Ja, aber kein Zelda hat es mir derart in dieser Weise angetan wie Majora's Mask. Ja, warum das so ist, werdet ihr wie gesagt im Let's Play erfahren. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Intro. Im Lande Hyrule vernimmt man allerorts eine Legende. Die königliche Familie selbst hütet sie wie einen Schatz. Diese Legende erzählt die Geschichte eines Jungen. Eines Jungen, der das Böse besiegte, dem Land den Frieden brachte und so in den Herzen der Menschen für immer seinen Platz fand. Doch eines Tages verließ er das Land, welches ihn selbst zur Legende werden ließ. Vorbei waren die Kämpfe, welche selbst die Grenzen der Zeit überwanden. So brach er zu einer neuen Reise auf. Zu einer Reise, die nur ihn betraf und von der keine Seele erfahren sollte. Zu einer Suche nach einem geliebten und wertvollen Freund. Als sein heroisches Schicksal erfüllt war und er seinen Platz inmitten der Legenden einnahm, trennten sich ihre Wege. Hehe, das war gut, ihr Feen. Ich frage mich, ob er wohl etwas von Wert bei sich trägt. Dieser Kerl, ich kenne ihn. Nun, das soll mich aber nicht weiter stören. Oh, oh, was für eine hübsche Ocarina. Hey, Horror Kid, lass mich auch mal. Ich will sie sehen. Das geht nicht, Hal. Stell dir nur vor, sie fiele dir aus den Händen und würde zerbrechen. Du darfst sie nicht berühren, auf keinen Fall. Och, aber Schwester, warum darf ich nicht? Thank you.
Und da geht es los. Was mir erstmal positiv auffällt, ist, dass die PAL-Balken nicht vorhanden sind. Ich glaube, bei Ocarina of Time war es noch ganz anders. Auch bei Banjo-Kazooie, das ich jetzt zuletzt noch gespielt hatte. Naja, tun wir jetzt erstmal hier ein bisschen Büsche häckseln. Auch wenn das im realen Leben auch so wäre. Ein paar Büsche häckseln und man findet Kohle darunter. Ist hier sonst noch was? Nein, hier komme ich nicht mehr raus, nicht mehr hoch und gar nichts. Hier ist eine Holzwand oder was auch immer das sein soll. Ansonsten habe ich alle Büsche gehäckselt. Ich denke, wir können weitergehen. Ja. Das sind Pilze am Baum. Sehr seltsam, dass diese Büsche sich bewegen und abhauen. Aber gut. Eine natürliche Reaktion gegenüber eines Schwertes, das einen gerade im Begriff ist zu zerhäckseln. Ah, ich muss mich daran gewöhnen, nicht mehr mit R die Kamera hinter mir zu positionieren, sondern mit X. Was ist bloß mit deinem dämlichen Esel los? Er gehorcht keinem meiner Befehle. So ein blödes Vieh bringt keinen Nutzen. Ich habe dir die Bürde abgenommen, es loszuwerden. warum das traurige Gesicht? Ich dachte, ich könnte ein bisschen mit dir spielen. Och, komm schon. Glaubst du etwa, du könntest in dieser Form gegen mich antreten? Na. Hey, dieses Gesicht steht dir viel besser. Du bleibst nun hier und musst du immer so aussehen. Schwester! Hey, Horror Kid, warte auf mich! Ich bin noch hier! Teil, du kannst ohne mich nicht fort!
Du! Wenn du nicht wärst, dann wäre ich nicht von meinem Bruder getrennt worden. Dann sitze hier nicht rum, Deku-Junge, tu was! Starrst du mich so an? Habe ich irgendwas im Gesicht? Hör auf mich anzustarren! Öffne lieber diese blöde Tür! Bitte! Komm schon, ein hilflos kleines Mädchen bittet dich. Als beeile dich gefälligst. Oh, Tal. Ich hoffe nur, dass es dem Kleinen nicht zustößt. Ja. Ihr seht, also ich rede relativ, wir haben jetzt relativ wenig in den Zwischensequenzen geredet. Diesen Effekt finde ich auch cool. Hier sieht es so tief aus, aber wir können trotzdem hier einfach durchwarten. Das bringt hier in diesem Raum gar nichts. Na egal, wir gehen gleich weiter. Ja, denn ich will einfach die Atmosphäre nicht zu sehr versauen, obwohl ich natürlich mit laut mitlese. Ich hoffe, dass ich zumindest ein bisschen Atmosphäre dadurch aufbauen kann, trotz allem. Hey, warte auf mich! Lass mich nicht zurück! Also, was da vorhin geschehen ist, ich entschuldige mich. Also, nimm mich bitte mit. Du willst doch mehr über dieses Horror-Kit in Erfahrung bringen. Nun, vielleicht weiß ich ja, wo es sich aufhalten könnte. Nimm mich mit dir und ich helfe dir bei der Suche. Abgemacht? Bitte. Gut, dann ist es abgemacht. Ich werde aber nur so lange bei dir bleiben, bis wir das Horror-Kit gefunden haben. Mein Name ist Haya. Also, nett, dich kennenzulernen. Oder auch nicht. Nachdem wir das nun abgeklärt haben, können wir uns doch endlich in Bewegung setzen. Wenn ich auf etwas zufliege, drücke C oben und ich gebe dir wichtige Informationen. Hoffentlich kommst du damit klar. Ja, Link, ich verstehe dich vollkommen. Frauen und ihre Macken. Ja, ich weiß, Taya, du willst mir erklären, wie so eine Blume funktioniert, aber ich weiß es selbst schon. Ich habe fast alle bekommen. Entschuldigung. Ja, dann erklär halt mal schnell. Blabla, das können wir eigentlich lassen. Ach. Auf. Ja. Ich hasse das. Zumindest zum Glück sind die Erklärungen kurz. Das war bei Kepora Gebora, der Eule in Ocarina of Time, ja ganz schlimm. Wenn man sich so durch die Erklärung klickt und dann... Soll ich nochmal alles wiederholen und dann ist er natürlich automatisch auf Ja. Und dann bestätigt man und man hört das Ganze nochmal. Ich versuche auch durch das Spiel zu kommen, ohne euch groß zu spoilern. Also ich will euch gar nicht spoilern. Im Prinzip, ich will, dass ihr es selbst erfahrt alles. Also ich werde nicht sagen, was jetzt noch alles immer auf uns wartet, weil es ist einfach zu gut, dieses Spiel, um hier irgendwas vorwegzunehmen. Dekonus. Ja, die brauchen wir allerdings nicht so häufig. Also ich glaube, aber ein paar Mal, also ich habe sie zumindest, glaube ich, in Majora's Mask habe ich sie öfter gebraucht als in Ocarina of Time, wenn ich mich recht entsinne. Ah ja, okay, wir müssen dahinter. Komm, noch ein bisschen durchhalten, Link. Ja, ja. Schauen wir uns gleich an. Na? Eigenartig. Auf irgendeine Art und Weise siehst du diesen Baum sehr ähnlich.
sieht sehr düster und traurig aus, als würde er jede Sekunde zu weinen beginnen. Traurig. Seltsamer Baum. Nun gut. Einer der genialsten Effekte, den fand ich auch schon in Ocarina of Time. Wo man durch so einen verdrehten Korridor durchgeht, richtig toll, aber hier haben sie es wirklich meisterlich gelöst. Ich würde mich auch so freuen, wenn Nintendo tatsächlich ein Remake davon machen würde, für den 3DS meinetwegen, wie eben das Ocarina of Time Remake auch schon. Die Musik ist natürlich wirklich, wirklich gut. Schauen wir mal, was uns da draußen erwartet. Das Schicksal hat es nicht gut mit dir gemeint. Ich bin Besitzer des fröhlichen Maskenladens. Die Suche nach Masken führt mich weit umher. Während einer meiner Reisen wurde mir eine sehr wertvolle Maske von einem Kobold gestohlen. Welch ein Verlust. Doch immerhin habe ich dich gefunden. Nimm mir nicht übel, dass ich dir gefolgt bin. Denn ich kenne den Weg zurück zu deiner ursprünglichen Form. Hol dir das kostbare Stück zurück, das man mir gestohlen hat. Und ich werde dich zurückverwandeln. Im Gegenzug... Alles, was ich dafür verlange, ist, dass du mir meine wertvolle Maske zurückbringst, die mir der Kobold gestohlen hat. Wie bitte? Das ist doch eine einfache Aufgabe. Du willst doch nicht allen Ernst erzählen, für jemanden wie dich sei das unlösbar? Eine Sache noch. Leider bin ich ein sehr beschäftigter Mann. Ich muss in 3 Tagen aufbrechen. Ich wäre überaus dankbar, wenn du mir die Maske bringst, bevor meine Zeit hier um ist. Nun gut, lasst mich nicht enttäuschen. Du bist jung und von außergewöhnlichem Mut. Sicher findest du sie bald. Also, ich verlasse mich auf dich. Ja, der leicht gruselige Maskenhändler. Mit dem Dauergrinsen im Gesicht. Hat auch ein paar interessante Masken hier. Schauen wir gleich mal an. Und wir haben hier... Ja, das ist in Ordnung. Sieht aus wie so eine Wrestling-Maske, das zweite. Das da oben kann ich jetzt nicht sagen. Ah, da oben ist eine Mario-Maske. Seht's? Ist das daneben? Was ist das daneben für eine Maske? Rechts daneben? Wenn ihr kennt. Und ganz oben hängt auch noch eine. Mal schauen, was auf der Seite. Oh, nicht den Zaun im Weg haben. Na. Nicht so einfach, den richtigen Winkel zu finden, dass man hier alles sieht. Hm. Ein Schwein und ein... Das sieht aus wie König Nickerchen, die andere Maske neben dran. Na gut. Gehen wir mal durch diese Tür und schauen, was uns erwartet. Der Kerl macht mir Angst. Dieser Maskenhändler war... Oh, Verzeihung, ich habe nur laut gedacht. Aber nur 3 Tage? Dann müssen wir keine Sekunde schlafen bleiben und so 72 Stunden, also setz dich in Bewegung. Wir müssen zur großen Fee. Du möchtest auch das Horror-Kit finden, oder? Die große Fee weiß sicher, was sie als nächstes vorhat. Sie sieht alles. Nur unter uns gesagt, das Horror-Kit hat keine Chance gegen die große Fee.
Geh zum Schrein nahe des Nordtors, dort findest du die große Fee. Ja, ja, mache ich alles. Lass mich in Ruhe. Warte einen Moment noch. Dies ist Privateigentum. Versuche nicht, hier in meiner Abwesenheit irgendwelchen Unfug zu treiben. Na komm, rede mit mir. Wir werden heute Nacht durcharbeiten. Ich frage mich, ob alles rechtzeitig fertig wird. Hey, Lehrling! Wirst du wieder aufhören, Löcher in den Himmel zu starren? Lass mich in Ruhe, du kleine Köter. Blöde Töle. Hübsch, wirklich hübsch. Hey, willst du nicht zum Schrein der großen Fee nahe des Nordtors gehen? Oh nein, die Zeit wird knapp. Wir bleiben nicht einmal mehr 3 Tage. Ja, machen wir alles. Also wenn ich den Schlüssel hätte, könnte ich jetzt sogar das hier lesen. Weil die Hyrule-Schrift ist tatsächlich komplett aufgeschlüsselt und richtet sich nach dem japanischen Silbenalphabet. Gehen wir mal hier rein. Ach, dieses Plakat schmerzt in meinen Augen. Was für ein dilettantischer Haufen von hasenherzigen Feiglingen. Wirk, Spei! Schauen wir mal, was drauf steht. Rekruten gesucht. Beschützt mit uns den Frieden und sorgt für Gerechtigkeit. Rekruten aus Bilderwisken. Stehen geblieben, Deko-Kerl. Hast du etwa vor, alleine in die Sümpfe zu gehen? Außerhalb der Stadtmauern lauern unzählige Gefahren. Ich kann es einem Kind nicht erlauben, die Stadt ohne Begleitung zu verlassen. Entweder du kommst in Begleitung eines Erwachsenen, oder du wartest, bis du alt genug bist, um eine Waffe zu tragen. Schon verstanden. Wir werden diese Stadt wohl nicht so einfach verlassen können. Aber okay. Schauen wir uns mal weitere Teile der Stadt an. Ostunruhstadt. Ach, ich drück immer Ding, R, aber sollte ich eigentlich Z drücken? Was steht da? Schießbude. Da können wir momentan nicht viel machen. Was haben wir hier? Zur Schatzkiste. In der Truhe findest du etwas Tolles. Der Kitzel der Überraschung. Können wir uns auch noch anschauen. Drin gesucht, Arbeiter zum Aufbau des Turms am Festplatz benötigt. Fragen Sie nach Muto. Mit dir los? Ein seltsamer Hut für einen Deko. Bist du in die Stadt gekommen, um zu spielen? Ich wette, niemand hat Lust. Die Erwachsenen sind alle mit den Vorbereitungen für den Karneval beschäftigt. Der alte Sterngucker im Observatorium ist der Einzige, der sich für uns Kinder Zeit nimmt. Die Bomber haben ein Versteck in der Nähe des Observatoriums, aber du gelangst nur über einen geheimen Pfad dorthin. Aber bitte verrate Jim in Nordunruhstadt nicht, dass ich dir das gesagt habe. Nein, würde ich nie machen. Steht hier noch was anderes da? Nee, da steht nur noch das Gleiche. Was haben die denn zu sagen? Ganz, ganz seltsame Dinge gehen in dieser Stadt vor. Wenn ich darüber nachdenke, bekomme ich doch Falten. Du lieber, du! Hast du denn von den bösen Gerüchten über die Sümpfe im Süden und die Entführung gehört? Auch bei meinem Nagel lag die Entführung. Ja, sie haben die Kleine entführt. Hoffentlich hat sie sich keinen Nagel abgebrochen. Das wäre schrecklich. Ja, also wie man die vertonen sollte am besten, war eigentlich offensichtlich. Spiele sind der Liebling und Schätzchen. Eine Spielstube, täglich neue Spiele. Können wir uns noch ansehen. Was haben wir hier noch? Die Zora-Band, die Indiegogos, die den Tiefsee-Sound mit ihrem Ohrwurm zurückgebracht haben, treten beim diesjährigen Karneval auf. Mehr Infos gibt's bei der Madame Aroma. Tja, dann schauen wir uns mal noch weiter um.
Hier krabbeln Käfer durch die Küche. Und ein Fisch schwimmt im Wasser dort neben. Nun gut. Ansonsten sieht es relativ sauber aus. Relativ. Fangen wir mal an der Rezeption nach. Na? Ja, da war doch eben noch jemand gestanden. Oh, wo ist sie denn hin? Hm? Also sie muss ja hinten durchgegangen sein. Oder? Bin gerade nicht sicher. Vielleicht ist sie auch hier rein. Ja, das ist hier. Und da habe ich leider schon das Gespräch verpasst. Oh, Tortus, hast du deinem Vater geholfen? Dann lass mich dir eine Geschichte vorlesen. Welche Geschichte möchtest du hören? Ich glaube, ich gehe wieder. All die Geschichten brauchen mir doch etwas zu lange. Sehr schön finde ich, wie der Deko Türen aufmacht. Na? Wo ist sie denn? Ist sie hochgelaufen? Ach nein, das wird nicht funktionieren. Nein, das ist zu einfach. Ah, da kommt sie ja wieder. Hey, ignoriere mich nicht. Nun gut, dann reden wir halt von hier aus mit ihr. Oh, was für ein niedlicher Gast. Hast du eine Reservierung? Wo ist deine Mutter? Es tut mir leid, wir sind völlig ausgebucht. Bitte sag das deiner Mutter. Der Postbote. Was ist das? Ich habe es Ihnen gerade zugestellt. Ah, warten Sie. Dieser Brief, woher haben Sie... Aus dem Briefkasten natürlich. Das meinte ich nicht. Aus welchem Briefkasten? Aus irgendeinem Briefkasten. Das meinte ich auch nicht. Bitte sag's mir. Es ist ein Geheimnis. Ich muss es wissen. Es tut mir leid. Ja, okay, das sagt das Gleiche. Was sagt er noch? Ich habe zu tun. Wenn ich mich durch den Schwätzchen aufhalten lasse, gerät mein Zeitplan durcheinander. Sehr süß übrigens, das Häschen hinten auf seinem roten Rucksack. Aber gut, wir werden die Stadt gleich weiter inspizieren. Im nächsten Video. Freut euch schon mal drauf. Es wird definitiv noch sehr vieles passieren. Im Laufe der nächsten 72 Stunden. Also im Spiel 72 Stunden, die gehen natürlich etwas schneller rum. Ich würde sagen, ja, im nächsten Video geht's dann weiter. Bis gleich.